es geht wieder rein in Short. Jungs, wenn Sie ein neues Auto sehen. Das ist der Cybertruck von Tesla. Digga, feier ich halt gar nicht, ne? Das wäre halt safe, nicht ich. Heute die verschiedenen Arten von Fahrlehrern. So, hast du alles eingestellt? Können wir los? Ja, bin fertig. Der Unfreundliche, ne? Hatte ich original. Ich glaub nicht. Nee? Was denn? Ja, dann guck nochmal genau hin. Langsam kommen das Gas. Langsam kommen. Ja, so würgen wir das Auto nur ab. So fahren wir nicht an. Vorsicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was haben Digga, der hat bei mir angefangen zu rauchen im Auto, ne? So unfreundlich war der, weil der so gestresst war. Was hier für ein Schild? Oh. Na, ich glaube, den Sehtest müssen wir bei dir nochmal machen. Ich mache uns hier mal ein bisschen Musik an, ne? Der Kumpeltyp, Digga. Den hatte ich danach, als ich den Fahrlehrer gewechselt habe. Er hat mich immer Shorty genannt. Sporty, genau. Immer, na Sporty, was geht ab? Für ihn war ich Sporty und mit dem war Fahren richtig chillig. Hörst du sowas? Ist gut. Wie läuft's hier mit dem Jonas? Du hast mir doch letzte Woche was erzählt. Habt ihr euch nochmal getroffen? Ja, gestern. Oh, erzähl mir mehr, ich brauche Updates. Wenn wir so weitermachen, Der denkt, ich bin Sebastian Vettel. Mal gleich rückwärts. Noch schneller? Ja, ruhig mal durchdrücken hier. Brauchst du nicht 100 fahren. Ist eine Autobahn. Brauch mal 170. Was ist denn jetzt mit der Prüfung? Hm? Der Abzocker, Digga. Schau mal nach. Eigentlich können wir das machen, ja. Aber ich würde für deine Sicherheit, also wirklich für deine Sicherheit, würde ich nochmal 5-6 Fahrstunden nehmen. Nochmal? Ja, lieber zu viel als zu wenig, sage ich immer. Der Abzocker, ne? Ich hab einen Fehler begangen. Ich war ein Mann. Das war richtig random, aber fand ich lustig. Der Weg. Jo, was? Diggi! Der macht einen Mini-Burger! Okay, das ist richtig cool. Sind das Pommes? Das sind kleine Pommes auch noch, ne? Jo, wie geil. Ey, er macht einen Big Mac, Digga. Zu wild. Ihr könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das hat auch schon 1,7 Millionen Likes verdient, ne? Das ist mal richtig nice. Jo, einfach. Das war ein cooles Short, Digga, ehrlich. Magst du keinen Fußball? Doch, safe. Aber ich mag FIFA nicht so gerne. Wenn ich probiere, in diese eine Party auf Sylt reinzukommen. Ey. Nein, weiter wird halt nichts. Hä? Wie? Ich komm Club nicht rein. Ich hab sogar Hemd an. Wieso? Wegen deinen Schuhen, die sind zu sportlich. Keine Sportschuhe im Club. Kein Problem, ich hab extra ein paar Anzugsschuhe dabei. Ja, aber deine Hose, ja, du hast Ripped Jeans an. Damit kommst du nicht rein, es sieht assi aus. Kein Problem, ich hab noch eine Jeans ohne Löcher parat. Ich zieh's kurz an. Ja, aber deine Frisur, ja, keine Seiten auf Null bei uns im Club. Basta. Ah, okay. Ja, das sind die Regeln. Zum Glück habe ich meinen Barber dabei. Rafa? Ja? Mach mir einmal den GTA-Schnitt. Easy. Guck mal was. So, fertig. Ach, danke. Ja, okay. Aber du bist ein Typ. Typen kommen hier im Club nicht rein. Ach, kein Problem. Ich identifiziere mich als Frau. Was? Du kannst doch nicht. Also... Was kann ich nicht? Nochmal? Du willst, dass ich sage, oder? Was denn? Du bist schwarz. Ja, da drin ist nicht die dunkle Seite der Macht. Du kommst hier nicht rein. Wow. Und jetzt? Ey, yo, das war ja schon wieder richtig geil. Ich könnte ihm wirklich in die Schuhe kacken, so sauer bin ich. Heute fühle ich mich... Wenn du angezeigt wirst, weil du Sticker geklaut hast... ...richtig danach deine Playstation und dein PC bei eBay reinzusetzen. Oh nee, Mama, das riecht schon wieder verdächtig nach ich krieg Ärger. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, wenn du wüsstest, wie kleinlaut du gerade sein müsstest, wie kleine Eier du gerade haben müsstest, weißt du, was das hier schon wieder ist? Ach, keine Ahnung, schenk mir irgendein reicher Sack, wo ich mal babysitten war, ein Auto oder ein Haus. Das kann ja mal gut sein. Ich scheiß dir in den Schulrucksack. Wahlbenachrichtigung, jetzt sind doch bald die Wahlen, was ist denn da? Nein, das ist auch nicht dein verdammter Scheiß-Wahlzettel.
Das ist nämlich mal wieder was Hervorragendes. Eine Anzeige, schon wieder. Bald kannst du sie sammeln und einrahmen und dir an die scheiß Tapete hängen. Sag ehrlich, Chat, wer von euch hat eine Anzeige schon bekommen? Also ich auf jeden Fall. Soll ich euch mal was sagen? Als Ex-Polizist, also ich bin ja Ex-Polizist, bevor ich auf YouTube war. Eine Anzeige ist auch nicht schlimm, Digga. Eine Anzeige ist einfach nur, yo, wir glauben, du hast was falsch gemacht. Wir glauben, du hast gegen das Recht verstoßen. Das ist aber noch nicht, dass das true ist. Nur, dass wir uns da mal verstehen. So, ich hatte mal eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, weil jemand meinte, dass ich irgendwo eingebrochen bin und Sachen zerstört habe. Was ist passiert? Die Anzeige wurde eingestellt, gab keine Beweise. Natürlich nicht, war ja auch nicht da. So, also eine Anzeige. Kannst du mir vielleicht erklären, warum du mit 20 Jahren, wenn die Kiosk-Mitarbeiterin kurz im Lager ist, eine 50er-Palette von Panini-Sticker-Packung klaust? Naja, also die 560 Euro, die ich auf dem Konto gespart hatte, habe ich halt für Stick ausgegeben. Dann hatte ich kein Geld mehr, aber mir haben halt noch 3 Glitzer-Sticker gefehlt. Und dann habe ich halt so eine Box geklaut. Boah, wenn mein Sohn 560 Euro für Sticker ausgeben würde, ne? Aua, Mann. Das würde ich nicht so gut verkraften. Verschiedene Arten von Gamern nach dem GTA 6 Trailer. Viel Spaß. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Es gibt endlich einen Trailer. Ja. Ey, das suchten wir richtig rein, ne? Oder? Wenn GTA 6 kommt, nichts anderes wird mehr gezockt. Oh Mann, ich bin sowas von hyped. Yo, über was redet ihr Jungs gerade? Na, der Trailer für GTA 6 ist endlich raus. Alter, darauf freue ich mich jetzt schon. Warum? Deine Konsole explodiert, wenn du das Spiel startest. Echt? Mist. Naja, dann nicht. Ich habe noch genug andere Sachen, die ich zocken kann. Zum Beispiel, neue Mario- oder Zelda-Spiele sind schon sehr geil. Yo, Jungs, was geht? Worüber redet ihr? Was ist los? Worüber lacht ihr? Ach, nichts, nichts. Alles gut. Digga, was ist los? Habe ich einen Fleck? Wir haben gerade über den GTA 6-Trailer gesprochen. Oh, schön. Toll für euch. Richtig klasse. Ja, für uns auf jeden Fall. Ich verstehe den Witz gerade irgendwie auch nicht. GTA 6 kommt nur für Xbox und PlayStation raus. Ich hasse euch. Jo, soll ich sagen, warum? Weil für PC, also jeder PC würde explodieren. Oh mein Gott. Hey Papa, erzähl mal, wie war dein Tag heute? Heute? Ja. Warum lachst du? Nein, alles gut, erzähl. Hä? Erzähl, alles gut. Okay. Weiter? Ja, ja. Okay. So essen, ich bin auch gewacht. Dann, ich meine, dann putzen. Mhm. Ja, und dann? Ja. Und dann? Erzähl weiter. Weiter? Mhm. Und dann, ich mache Frühstück, dann ich mit... Digga, ist der Papa süß. Frau, meine Frau ist deine Mama. Zusammen, wirklich? Ja, fahren zum Arbeit. Dann fertig, 8 Stunden Arbeit. Mhm. Was guckst du so? Was denn? Warum lachst du? Nein, alles gut. Einfach so. Oh mein Gott. Warum heute mein Gesicht ist hässlich? Ey, Mann, der redet immer so, ne? Sein Vater checkt einfach nichts. Aber das finde ich irgendwie cool. Schüler, ich teile die Tests. Wenn du und dein Bro dachten, dass der Test einfach wird. Oh, Bruder. Ja, da waren wir geschnitten, aber immer, ne? Das ist RIP. Also wirklich, das ist der komplette Feierabend. Es wird nicht geschummelt. Bro, hast du gelernt? Nein, Bro, hast du nicht gehört? Der Test ist angeblich voll einfach. Nur, was wir im Unterricht kurz angeschaut haben. Bro, das sind ein paar Seiten. Ah, okay, gut. Ich habe auch nichts gelernt. Digga, immer dieser Call, ne? Das sind nur ein paar Seiten. Kevin, hier. Oh mein Gott! Der Test ist ja voll schwer. Ich habe die ganze Woche gelernt und habe trotzdem keine Ahnung. Ich werde das sicher nicht schaffen. Oh mein Gott, was ist das nur für ein Test? Kevin, viel Glück. Das brauchst du. Ey Leute, RIP, Mann, aber komplett, Alter. Alexa, wie heißt nochmal die Show? Warum Alexa eine Frau ist? Spielerin von Emma in H2O. Emma wurde gespielt von der Schauspielerin Indiana Evans. Alexa, erinnere mich daran, dass ich morgen meine Füße... Sag mal, warum ist unsere Alexa eigentlich eine Frau? Ach, keine Ahnung, vielleicht hört es sich so natürlicher an. Natürlicher, dass eine Frau deinen Kommandos folgt, oder was? Aber ich konnte das doch nie entscheiden. Ab heute haben wir keine Alexa mehr, sondern einen Alex. Alex! Jo, wie nervig wäre das denn? Pack Orangensaft auf die Einkaufsliste. Bier wurde soeben zur Einkaufsliste hinzugefügt. Jo, wie nervig wäre das denn?
Alex, erinnere mich daran, morgen zum IKEA zu fahren. Es tut mir leid, aber ich kenne keinen Ort namens IKEA. Alex, such mir ein Nagelstudio in der Nähe raus und stell den Timer auf 30 Minuten. Leider kann ich keine zwei Dinge gleichzeitig machen. Alex? Alex? Alex! Was ist? Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Das ist ja wohl geil gemacht, oder? Richtig gut, das... Das gefällt mir. Stell dir vor, du hättest plötzlich Lust, Führerscheine zu sammeln, aber nicht nur diese für den Straßenverkehr, sondern halt alle möglichen, als wären das... Ey, das ist geil. Das kann ich richtig verstehen. Pfadfinderabzeichen oder so. Was würde dich der Spaß dann eigentlich kosten? Der Easy-Mode... Alle Führerscheine? Chat, was glaubt ihr, würden alle Führerscheine kosten? Ich sag ehrlich, Flugschein 8000, Führerscheine alle zusammen. Boah, Digga. 25.000, 30.000, ja, da sind wir schon mal bei einer guten Hausnummer. Ich sag ehrlich, 40.000, glaube ich, vielleicht 5, ich sag 70.000, Digga, 70. Ich geh in den 70er. Für den Geldbeutel wäre tatsächlich der Gabelstaplerschein. Für ca. 280 Euro hast du den Lappen, um die Lizenz Dinge super hochheben zu dürfen. Eben. Wenn du doch eher irgendwas mit Wasser machen möchtest, dann gönn dir einen Sportbootführerschein. Eine Bootslappen für alles, was nicht auf Meer ist, sondern eher so auf Flüssen und Seen, kostet dich zwischen 300 und 600 Euro. Und wenn du mit deinem Bootschein aufs Meer möchtest, dann gibst du ungefähr genauso viel nochmal aus. Wenn du in deiner Sammlung einen Busführerschein brauchst, dann haut's ein bisschen Dollar rein. Zwischen 4.000 und 5.000 Euro kannst du für das Ding droppen, wenn du es privat machen willst. Einen sogenannten Triebfahrzeugführerschein, das ist ein Lappen, um Züge fahren zu dürfen, kostet dich in etwa 20.000 Euro, wenn du das auch irgendwie privat schaffst zu machen. Wenn du beschließt, die großen Pötte mit Menschen in Zeit zu fliegen, oh nein, die habe ich natürlich nicht mitbedacht. Dann wären wir bestimmt schon bei 300.000 bis 400.000. Kostet dich das Abzeichen würzige 50.000 Euro. Und um dieses sehr, sehr informative Video irgendwie absurd abzuschließen, die Ausbildung zum Eurofighter-Piloten würde dich mit 5 Millionen Euro vom Planeten hebeln. Aber ich glaube nicht, dass du den irgendwie aus eigener Tasche bezahlst. 5 Millionen Euro für einen verdammten Führerschein? Alter? Yo? Was geht ab? Ey, Mann, ich will kurz einen Jet fliegen. Das macht einmal 5 Millionen. Yo? Also, ich denke mal, die Ausbildung ist so teuer. Ich vergleiche das schlechteste Essen bei KFC mit dem besten Essen dort. Wir starten bei... Yo, KFC ist immer geil. Gibt kein schlechtes Essen, sage ich. Am ersten. Ihr glaubt nie, wie viel das gekostet hat. Die Geschmacks- und Preisunterschiede erfahrt ihr am Ende. Ich hätte gerne das schlechteste Essen. Jo. Was wird so am wenigsten verkauft bei euch? Dann würde ich das nehmen. Crispies und Hot Wings? Also wartete ich auf mein Essen. Als ich mein Essen bekam, stürmte ich sofort aus dem Laden. Jetzt geht's zum anderen. Die Bahnfahrt war speziell. Das war auch meine letzte Bahnfahrt. Dann betrat ich den KFC. Es ist echt sehr geräumig hier. Ich hätte gerne das beliebteste hier. Was wird hier so am meisten bestellt? Ich kann etwas anbieten. Vielleicht 12 Hot Wings und 10 Crispies. Ja, das wäre richtig cool. Also wartete ich auf mein Essen hier. Yo, das ist ja das gleiche in grün. Vielen Dank, ne? Ey, stopp mal. KFC geiler als Döner? Das hast du nicht geschrieben, ne? Das ist bodenlos. Ich lieb KFC. Ich könnte mich reinlegen in diesen Laden. Aber Digga, du kannst nicht sagen, dass KFC besser ist als ein Döner. Döner ist alles, also das ist die oberste Nahrungskette von Nahrungsmitteln. Guck, der Chat roastet dich jetzt, sorry. Ey Leute, nein. Döner ist viel geiler. Bro, so ein fettes Dönerbrot oder so eine geile Dönerbox mit Dönerfleisch, Digga, das ist unkompliziert und schmeckt einfach geil. Jetzt muss ich mir nur noch einen Platz in der oberen Etage suchen. Hier ist auch echt viel Platz. Vor dem Essen immer die Hände waschen. Jetzt geht's aber zur Verkostung. Dann wollen wir mal. Wir starten mit den Crispies vom ersten Mal. Was sehen meine Augen da? Wie sieht das bitte aus? Okay, weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich auch kalt geworden. Ich nahm also einen Bissen. Nicht so stark gewürzt, so langweilig irgendwie. 2 von 5. Jetzt die Hot Wings von diesem Laden. Bei dem Gesicht wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar dein Abo, damit du auch gutes Essen kriegst. 5 Sterne. Jo, aber woran macht er das fest? Sein Gesicht, Digga, wenn er KFC ist. Dam, dam, dararam, dam, wenn man trotz Handyverbot am Handy ist, kenn ich nicht. Jetzt reicht's mir. Sag mal, die Kackfresse will mich doch komplett verarschen, oder? So, du Spargel-Tarzan, kannst du mir vielleicht erklären, warum... Ja, natürlich schläfst du. Ach Mann, Mama, ich bin gerade fast eingenickt. Was willst du denn? Die Schule war so anstrengend.
Hallo, du Arschkuh. Ich war gerade kurz davor zu schlafen. Weswegen hast du mich denn jetzt gestört? Kannst du halten und zuhören. Also, noch einmal so frech. Ich nehme das PlayStation-Kabel von hinten, zieh es von der PlayStation ab und lass dich damit aus dem Fenster baumeln. Ja, ich bastel dich da schon irgendwie ran. Yo. Zweite Sache. Kann das sein, dass du heimlich Handyspiele gespielt hast? Hä, nein. Wie kommst du denn darauf, Mama? Ich habe doch Handyverbot. Wieso sollte ich dann Handy spielen? Das geht doch gar nicht. Thema Handyverbot. Ich dachte auch, dass du weißt, dass du Handyverbot hast. Gerade hattest du 2 Wochen noch. Jetzt hast du 5. Also, mein Lieber, das nächste Mal, wenn du dein zweites Handy aus dem Schrank kramst, da deine Spiele installierst und heimlich in dein Bett Daddeli-Du machst und deine Handyspiele spielst, sei dir sicher, dass ich nicht mit der Box verbunden bin, beziehungsweise du mit deinem scheiß Handy mit der Box verbunden bist, du scheiß Eierkopf, 5 Wochen! Ja, das ist halt RIP, ne? Oh, ich hasse diese Leute. Excuse me? Thank you. Okay, Digga, das war random. Hey, Opa. Du schon wieder. Hast du das Geld schon ausgegeben? Was? Enkeltrick im Jahr 2073. Das Geld? Ich war ewig nicht mehr... Nee, oder? Bist du auf den Enkeltrick reingefallen? Nein, also ich bin ja nicht dumm. Du warst ja gerade physisch da, also... Oh, nee, Opa. Das war offensichtlich ein identischer Klon von mir. Das ist ja der einfachste Trick heutzutage. Was? Aber wir haben über Sachen geredet, die nur wir zwei wissen können. Denk ein bisschen mit. Der hat mein aktuelles Gedächtnis runtergeladen. Das ist ja eine Kindergarten. Jo! Wie hätte ich das merken sollen? Bisschen... Menschenverstand anwenden. Also nur weil jemand aussieht wie ich, redet wie ich, riecht wie ich, alle meine Dokumente und Erinnerungen hat, muss es nicht ich sein. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Das ist halt komplett einfach. Was soll ich denn? Wie viel Geld war es denn? 1000 Euro. Entschuldigung, ich rechne immer noch in Euro. 7000 chinesische Yuan. Oh Mann, ich brauche tatsächlich gerade auch 7000 für die Steuer. Was? Das Finanzamt schickt die immer noch per Post? Ja, ja, alle Ämter in Deutschland. Okay, kein Problem. Ich schick dir nochmal 7000 Yuan. Ah, danke dir. Ich gehe es auch direkt zahlen gleich, weil da muss man noch physisch hin und Dokumente ausfüllen und so. Alles klar, mach's gut, bis bald. Du wurdest einfach wieder verarscht, oder? Ich bin's. Ich bei unseren Vätern ab. Ich weiß ja nicht, ob das nur mein Vater macht, aber wenn der morgens aufsteht, sprintet der erstmal ins Badezimmer. Digga, und ich weiß nicht, was die dann da machen. Aber ich glaube, die lassen da ihrem inneren Dämon freien Lauf. Ey, das kennt aber wirklich jeder, der einen Vater hat. So schlimm. Alles gut? Brauchst du Hilfe? Ist es schon soweit? Digga, die husten sich da die Seele aus dem Leib. Aber irgendwie ist bei Vätern generell alles lauter. Habt ihr mal euren Vater niesen gehört? Guck mal. Junge, da, ich sag schon jetzt, bevor ich das sehe, meine Mom niest so. Mein, Digga, mein Opa zum Beispiel oder mein Stiefvater. Und du so. Yo! Yo, was ist passiert, Digga? Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Ey, und du hängst da und dann kommt da aber noch einer hinterher, ne? Und es vibriert schon auf der Couch, Digga, wo du mit deinem Vater gerade sitzt. Das ist so meine Mutter. Ja. Das bin so ich. Digga, und dann kommt mein Vater, Junge. Oh nein. Digga, die niesen auf einem ganz anderen Level. Aber manchmal gibt's auch so richtig random Momente, wenn mein Vater zum Beispiel in mein Zimmer kommt. Normalerweise klopft man an. Kann ich was für dich tun? Nein? Nein? Okay. Brauchst du was oder... Okay, nee, klar. Digga, aber auch so geil, wenn mein Vater schnarcht. Du hörst den einfach durch 20 Türen durch. Auch der Klassiker, aber so einer werde ich später leider auch. Ich schnarch auch richtig laut, Mann. Mitten aus der Kindheit, wahr oder falsch? Das ist ein geiles Video zum Abschluss. Hör auf mit diesem Kaugummi-Schlucken, du kriegst noch Bauchschmerzen. Ey, meine Oma immer, ne? Wenn du Kaugummi verschluckst, dann klebt dir dein Bauch zu. Und ich so, was? Echt jetzt? Ja. Und dann habe ich einfach kein Kaugummi runtergeschluckt. Tatsächlich passieren kann, aber nur... Sage ich auch immer zu den Kids. Ja, aber guck mal, das ist jetzt auch so ein Ding. Warum machst du das? Das ist so eine Angst. Warum macht man das? Also ich verstehe das nicht, jetzt wirklich jetzt. Warum sagt man seinen Kids sowas? Das ist eine Lüge. Die denken sich so, ja, da ist irgendwas Schlimmes und man verursacht eine Angst dadurch. Ach, das darf man nicht doch, natürlich. Kaugummi besteht aus einfach ganz normalen Bestandteilen. Natürlich kannst du das einfach runterschlucken. Da geht deine Speiseröhre zu. Müll. Meine Oma sagt das auch. Digga, das ist einfach ein Humbug. Ich habe schon in meinem Leben, Digga, 50 Millionen Kaugummis runtergeschluckt. Alter, mach ich immer. Meine Mutter so, mein Po klebt zusammen. Am besten nur noch flüssig ernähren, dann kann auch nichts schief gehen. Ja, eben. So ist das, ne? Ist ja so. Nur wenn du das täglich wirklich mehrmals machst. Ab und zu mal ein...
wenn du es täglich mehrmals machst, sagt er. Verschlucken ist völlig unbedenklich, zumal zu vieles Kaugummi kauen eh abführend wirkt. Du bist erst... So, es wirkt abführend. So, das ist was anderes. Aber das Kaugummi halt runterzuschlucken, dass man ein Kaugummi natürlich nicht so wie keine Ahnung, wie Kekse isst oder so, sich da richtig reinschaufelt, das ist ja wohl klar. 14. Wenn du jetzt Krafttraining machst, wächst du nicht mehr. Kindersport, auch so eine Sache. So, Kinder dürfen keinen Sport machen. Ich wollte mit 14 ins Fitnessstudio und meine Mom so, nee, das wäre gar nicht gut. Und ich so, jo, warum? Nein, das ist ein Mythos. Neuere Studien zeigen, dass altersgerechtes Krafttraining bei Jugendlichen keiner... Altersgerechtes Krafttraining, das heißt, nicht übertreiben. Bei Auswirkungen auf das Wachstum. Früh mit Sport anzufangen ist immer besser, als früh übergewichtig zu werden. Ah, für ihn einmal bitte ohne Zucker. Ja, das macht ihn immer so ein bisschen hyperaktiv. Nein, auch das stimmt nicht. Studien zeigen keinen Zusammenhang zwischen Zucker und aufgedrehtem Verhalten und führen den Grund meist auf die Situation zurück, in der übermäßig Zucker konsumiert wurde. Trotzdem ist zu viel Zucker ungesund. Oh, also das ist, wie gesagt, es gibt echt sehr viele Mythen, die mittlerweile widerlegt sind, ne? Als Elternteil muss man echt immer mit sowas aufpassen. Das ist aber halt auch so ein Ding, Leute. Ich habe halt so schon so oft gesagt, wenn ich irgendwann Papa bin, ich habe eine ganz, ganz große Spinnenangst, dann werde ich den Teufel tun, wenn meine Kinder bei mir sind, dass ich Angst vor einer Spinne habe. Weil ganz ehrlich, ich habe nur Angst vor einer Spinne, weil meine Oma so eine Vollflöte war und richtig Angst vor Spinnen hatte. Die hatte so eine Phobie und die hat sie halt nie angegangen. Und ich habe jetzt halt schon, ich habe schon kleine Spinnen an die Hand genommen. Ich bringe die Spinne auch mittlerweile schon immer alle raus. Das ist so, wisst ihr, man hat Angst vor was, nur weil die Eltern Angst haben. Leute, das war's wieder mit Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Denno out.